Ja, so, ich bin jetzt an der Bushaltestelle. Ich fahre jetzt mit dem Bus nach Celle. Und von Celle gehst du mit der S-Bahn oder mit dem Tunnel nach Hannover. Und ich melde mich dann in Kürze wieder. Let's get ready to rumble, Freunde. Herzlich willkommen an Bord. Ganz gemütlich und entspannt fangen wir an. Schauen wir mal, was die Kiste noch so kann, Freunde. Ja, wir fangen das mal ganz gemütlich an mit 3 Meter. Herzlich willkommen an Bord. Guck mal, die Jungs haben sich heute richtig hübsch gemacht, ne? Trefft ihr heute noch irgendjemanden? Na, seid ihr ein bisschen aufgeregt. Guck mal, die Männer halten sich jetzt schon fest, ne? Es ist auch gar nichts passiert. Lehnt euch mal ein bisschen zurück. Ist auch gar nichts passiert. Habt ihr schon Alkohol getrunken? Nein! Ja, also wer Alkohol an Bord getrunken hat, hat alles richtig gemacht, ne? Dann ist der Turm doppelt so hoch und ich bin vor allem wunderschön. Es bleibt immer nur bei den Frauen. Ein Glück aber auch. Jetzt geht's los. Achtung, fertig. Der Sonnenwegen bis zum Mond. Hier ist er. Hangover the Tower. Der nächste transportable Geoloch Tower der Welt. Und ihr seid mit dem Mann. Jetzt geht's los. Ganz gewöhnlich an den Spannpartner, an den Flüchtlingen, da wird sich der Bahn auch an der Höhe bewegen. Es geht los. Es geht noch weiter nach oben. Jetzt ist er Viva Las Vegas! Scheiner schmeckt jetzt. Ja, ich bin gerade mit Engelhofer gefahren und ich habe den Wildpferden und der mich endlich gefunden. Ich habe versucht anzurufen und ich bin wie gesagt krankgegangen. Und dann haben wir auch gedacht, dass man so On-Time-Video und sowas. Und mal so, kommen wir jetzt aus dem Dengel.
nicht mehr, ich bin zu sagen. Ich verurteile sie zu 3 Monaten Resozialisierungsprogramm in der Police Academy. Die Verhandlung ist geschlossen. Thank you.
gemacht, ne? War sehr gut gewesen. Sehr gut. Wann ist los? Hä? Wann ist so das Laufhaus? Aber wann? Ja? Worauf ich denn Bock habe? Bitte? Du meinst, worauf ich Lust habe, ne? Ja. Wildpaterbahn. Wildpaterbahn. Ja. Ja, mal gucken, wie das war, weil ich dann mit dem Wildpaterbahn oder mit dem Ding. Ja, und ich melde mich dann auch gleich wieder. Er kennt die Farben, ne? Der Tag mit dir war echt sehr schön. Und ich hätte mal eine Frage, die 2 Jahre, wo die Kirmes aufgefallen ist. Hast du die Kirmes auch vermisst? Ja, also ich hab's ja, klar haben wir sie alle vermisst, sag ich mal, aber es geht ja immer irgendwo. Kirmes wird immer geben und bleibt auch so. Also wenn sie hier in Deutschland hier sind, gehst halt ins Ausland. Aber generell deine eigenen Volksfeste wieder, die man so trifft, wie Soest, Düsseldorf, Kranger, Gießen, ist halt so. Ich sag, die will man alle wieder haben, sag ich mal, und das ist normal, wie immer, ist immer stattgefunden. Ja, ich fand, ich hab's auch vermisst und ich gehe jetzt zur U-Bahn und ich melde mich dann, wenn ich bei eins weiter bin. Bis dann. So, ich bin jetzt bei eins weiter und es hat auch alles sehr gut geklappt mit der Rückfahrt. Es ist ein bisschen später geworden, geplant war es 21 Uhr. Aber es ist etwas später geworden, 23 Uhr.
Und ja, fand ich den Tag sehr schön. Ich hatte mich mit Kirmes an der Fee getroffen und mit Nils Pferden. Dann sind wir mit dem Festplatz gegangen. Und heute Morgen, da hatte ich auch viel zu tun. Dann habe ich dann nebenbei mit Kirmes an der Fee telefoniert, dann mit Hans Feiter, mit Taxi Albert. Und heute Morgen, da war ich auch nicht so ganz sicher, wie ich das mache, ob ich mit dem Taxi nach Hause fahre. Und morgen früh mit dem Taxi wieder nach Hildeshausen, von dort nach Hannover. Ja, dann habe ich zuerst beim Taxi Albert angerufen, weil gefragt, wie teuer eine Fahrt ist. Eine Fahrt kostet 30 Euro. Und so, und dann haben wir auch gedacht, so viel fährt mit eins weiter. Und dann haben wir auch gedacht, das ist ein bisschen kurzfristig. Ja, dann habe ich ganz spontan ans Vater angerufen. Dann habe ich zuerst gefragt wegen die Getränke. Ich besorge auch manchmal Getränke für die Arbeit. Immer die Frage gestellt. Und dann habe ich dann einfach gefragt, ob ich dann da übernachten kann heute auf morgen. Das geht auch okay. Und dann ja, und dann, nachdem ich mit einem Vater telefoniert habe, so für mich war es noch nicht so ganz sicher mit Übernachtung. Dann, wo ich dann darüber nachgedacht habe, dann haben wir auch festgestellt, so eigentlich kann ich auch von hier aus zum Bahnhof. Von da aus dann nach Hannover. Also das ist sehr praktisch. Und dann haben wir auch gesagt, so, ich mache es. Und dann ging es auch alles okay. Und ja, der Anfalter hat mich dann abgeholt. Dankeschön, Anfalter, dass du mich abgeholt hast. Ja, und ich mache mich gleich bettfertig. Um 6:30 als es dann aufstehen. Dann tue ich dann ins Ruhr Fußing und dann um 20 nach 10 oder ab 11 gehe ich zum Bahnhof, dann um 20 vor 10, Viertel vor 10 fährt der Zug. Entweder ich fahre mit der S-Bahn um 20 vor 11 oder um Viertel vor 11 mit dem Metronom. Aber ich melde mich dann morgen wieder in der Reisefusche. Ich bin auch sehr kaputt und ja, ich muss mich einmal stecken. Ich trinke jetzt einmal einen Cola. Ich habe zuerst sehr Durst. Und ich melde mich, wenn ich zu Hause bin. Ja, so, es ist jetzt 6:30. Ich bin jetzt wach. Ich habe sehr gut geschlafen und ich tue dann gleich frühstücken mit einem Vater und Dagmar und dann gehe ich irgendwann zum Bahnhof nach Hannover. Ja, ich melde mich dann in Größe wieder. Ich würde sagen, das sieht alles sehr lecker aus. Und ich tue dann jetzt frühstücken.
Also bei mir gibt es jetzt Frühstück, bei mir gibt es Toast mit Nutella. Ketchup, ja. Und dann einmal Mehlmilch. Bei uns weiter gibt es Duschbrot mit Kresskorb und Wurst und Käse. Aber das ist immer sehr lecker, ne? Also Dagmar Nichte mochte auch keine Wurst, angeblich. Aber bei mir hat sie Wurst gegessen. Ne, aber so, ich werde dann grüßen und ich melde mich dann kurz wieder. Ja, ich habe einen Film gemacht, mal auf dem Weg. So, ich wollte mal das ausprobieren und ich sage mal. Mal ein Schulett nehmen. Mal gucken, vielleicht machst du was mal öfter. Ja, ich bin hier in Hannover und jetzt ist sie seit Schiffen im Zug. Und ich wünsche euch viel Spaß. Das Schützenfest in Hannover war sehr schön und es geht jetzt nach Hause. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like. Und ich melde mich dann in Kürze wieder bei dem nächsten Video.